Also du hast jetzt nicht wirklich Harry verpfiffen. Nee, nee, ich habe ihn angerufen, aber dann, als ich gesehen habe, dass die beiden schon runter sind, habe ich es dann lieber gelassen. Komm, Harry wird gerade so. Harry hat gerade so eine schlechte Arschkarte. Also noch schlechter, wie es normal schon ist. So, jetzt machen wir aber. Oh. Hast du gesehen? Der eine Vogel hat es nicht geschafft. Was ist denn jetzt los? Haben die einen Einsatz? Keine Ahnung. Hast du dem Harry jetzt Feuerwehr auf den Hals geschickt oder was? Nein! Das ist jetzt aber auch das Witz in der Sprache, in der Bubble. So, warte mal, ich muss mal kurz Geld holen. Vielleicht kommt denn sonst her. Okay. Ja? Wer ist gefahren? Warum? Ich? Warnblinker ist da an. Mitten auf der Straße. Deswegen ist er der Warnblinker an. Weißt du, ey, ich war grad. Warum geht es nicht? Achso. Ja. Ja. Ich hab grad Geld geholt für die Schafe, Mensch. Das war ein Schaf, was du jetzt gekriegt hast. Tschüss. 30. Wie 30? Ja, ich fahr doch gerade erst an. Ja. Hätte sie kein Geld abgeholt, wäre sie hier bestimmt durchgeknallt. Nein, niemals. Ja, Volker, alles gut, ne? Jo, tschüss. Wollte ich nur erinnern. Tschüssi. Klar. Tschüss. Boy, ey. Warum, ne? Was? Sie ist 30. Ja. Haben wir gerade mal so bemerkt. Sie ist 30. Ja, ich fahr 30. Vielleicht 31. Alter, das ist eine. Hätte hier ein Blitzer stehen, wäre es was anderes. Ja, und bis wo ist 30? Warte mal. Ja, hier ist Ende. Wo? Ich habe kein Schild gesehen. Nein, es steht kein Endeschild hier. Hier ist kein 30 Ende. Warte. Nein, was hier. Was suchst du? Wo werden die 30 aufgehoben? Soll ich jetzt bis Timbuktu 30 fahren oder was? Denk mal da vorne an der Brücke oder so. Was weiß ich, ja, wo oder die so. Da wird nicht aufgehoben. Dann wirst du wohl überall 30 fahren müssen. Aber sonst geht's keine dir noch Ahnung. Gut. Ich denke mal bis hierhin. Ja, aber normal muss es aufgehoben werden. Ja, ja. Okay. Ich muss mal mit der Gemeinde sprechen. Jo, mach mal. Tschüss. Jo, wir reden. Achso, wir sind die Gemeinde. Ja. Naja. Da hier wird nichts aufgehoben, kein 30 Endeschild. Pass auf, der fährt uns hinter uns her. Also fahr echt? Langsam. Nee. Ja. Doch. Also jetzt langsam, ja. Will der mir jetzt noch mehr Geld abknöpfen oder was? Dann fährt ihn uns eher noch. Ich hab doch sowieso kein Geld. Der will uns safe irgendwas abknöpfen. Aber warte mal. Der fährt uns immer nur hinterher. Was will der denn? Ne, das 30 war nach rechts. Also da kann er mir nichts machen. Aber ich glaube, ich habe ihm das Geld privat überwiesen, aus Versehen. Also wenn der irgendwas sagt, dann ist er dran wegen Bestechung. Immer noch? Okay, dann ist er gut. Dann kann ich wieder Gas geben. Ja, danke. Mit 30 hier Langgurken, was soll denn das? Echt Müll. Und der Regen könnte auch mal aufhören. So. Ich werde jetzt aber erstmal. Das Gefühl seit heute um 9.
Ja. Ich werde jetzt erstmal meine Schäfchen holen. Weil wenn wir nachher nochmal hochfahren müssen. Was habe ich? Merino, gell? Frag mich nicht, was du hast. 402 pro Stück. Bestätigen. Bist du sogar bestätigt? Jupp. 402, rechne mal kurz, wenn es geht. Ach, ich... Ja, komm. 402 mal... Mal 24 mal 3. So was? Was? Was mal was? 402. Mal 24. Mal 3. 28.000, also knapp 29.000. Was? Knapp 30.000. Nur? Ja. Könnte ich mir ja tatsächlich noch einen Stall hinstellen. Okay, und jetzt mal 0,4. Also statt mal 3 oder was? Nee, Ergebnis mal 0,4. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Nee. 1.500. Oh Gott. Ist der jetzt hier? Ich glaube, der Müll ist gegen die Laternen gerasselt. Alter. Was kam raus? 11.500. Okay, das ist die Subventionierung der Schafe. Also 11.400 kriege ich dann von der Gemeinde. Also von uns. Jo. Sich so ein bisschen an wie mal. Alter, was ist jetzt los, ey? Was ist denn hier alles los? Ein Einsatzwagen nach dem anderen. Ja, gar nichts mitgekriegt. Bist du aber auch bei der Feuerwehr? Nö. Na, Glück gehabt. Sonst hätte ich mich gefragt, was du hier noch tust. So, okay, warte mal. Ich glaube, in dem anderen Schafstall war noch ein bisschen Platz. Ich gehe mal eben rein, mir was zu trinken holen. Jo, mach mal. Aber kein Bier, gell? Nein, nein, nein. Ja. Bestätigen. So, sind da 80 Schäfchen drin. Jetzt weiß ich, weshalb im Silo kein Gras mehr war. Weil das in meinem Anhänger ist. Können das Futter rein. Hier. Ach so. Feuerwehr brettert hier aber auch lang. Schmack auf was. Ich muss kurz noch. Warum machst du einen Pfannenblinker an? Habe ich nicht angemacht. Warum habe ich den angemacht? Das ist eine gute Frage. Ich noch kurz ein bisschen Wasser bei denen reinkippen, dass die nicht verdursten. Regnet ja, zwar, aber. Na, die mögen das nicht, das Regenwasser. Mögen das lieber aus dem Tank.
Warte mal, ich hol mir gerade hier mal ein bisschen was dazu. 1188 Euro für 7000 Liter. Eieiei. Oh. Waren die Übungen oder was? Haben die wirklich was zu tun? Ich habe keine Ahnung. Oder jemand macht da und streiche. Ach Gott, der Bauhof macht schon Feierabend. Wie viel Uhr haben wir denn? Vielleicht 15 Uhr. Sonntag, so ein Leben möchte ich auch gerne machen. 15 Uhr und Feierabend. Ich mach ja erst um 18 Uhr zu. Tja, sitzt die ganze Zeit neben mir, als ob du was arbeitest. Ja, ich bin Bereitschaft, weißt du. Du bist breit, schafft. Genau. Das bin ich. Breit und geschafft. Mhm. So, Harry wird bestimmt gleich anrufen und fragen, wo ich bleibe. Sagst du, wir waren noch am Weihnachtsmarkt. 5 Glühwein später. Genau. 5 Glühweine und 2 Bratwürste später. Oh yeah, Bratwurst. Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt fetzt. So pass was. Auf, da ist der Weg. Jo. Gut, dann holen wir noch 2 Leitungen. Was haben wir gesagt? 11.400 kriege ich. 11.500. Also wenn man es genau nimmt, 11.600. Ja, was denn jetzt? 11.700? Nee, 30.000. Nee, das machen wir nicht. Ich bin ja froh, dass keiner nachgefragt hat wegen den 30.000 für die Pelletfabrik. Ist ja immer noch nicht rausgekommen. Ich hoffe, das bleibt so. Weiß auch keiner was von. Hä? Was meinst du? Keine Ahnung, habe ich vergessen. So. Aha. Halt hier oben. Merino Wolle. Ah, Merino. War das nicht? Ja, doch, gell? Das sind doch so Schuhe. Ich kenne mich mit Kleidung nicht aus. Hä, was hast du ausgerechnet gehabt? Wie viel das waren? 11.500 bzw. 11.600. Okay. Na, ich hoffe mal, du kannst rechnen. Wenn nicht, bin ich nicht schuld. Der Taschenrechner muss rechnen können. Also, das stimmt auch wieder. Wenn der Taschenrechner es falsch hat, dann bin ich anders hier. Och nee. Moment, muss gerade Radio einstellen. Mhm. Ich bin irgendwie so müde, ich könnte jetzt die Augen zumachen und einschlafen. So. Manchmal komme ich auf den falschen Knopf. Aber da du gesagt hast, es könnte dadurch sein, dass ich zu viel Schlaf habe, werde ich jetzt nicht einpennen. Boah, nee. Da steht schon wieder die Feuerwehr. Was ist los bei dir? Was ist denn hier los? Lass mal nachfragen. Ja, warte. Ja, jetzt fährt er. Hä? Ja, der fährt hinter uns her. Och, nee, was? Was ist denn heute los, Mensch? Wenn das der Jürgen ist. Alter. Ah, der denkt wahrscheinlich, wir fahren wieder durch die 30er-Zone. Es ist nicht Jürgen. Nicht? Das Jürgen ist ja nicht bei der Feuerwehr. Ich hab keine Ahnung. Ja, glaube ich zumindest. Ja, nee, wäre es dann schon ein bisschen schwer, gell? Feuerwehr und Polizei. Ja, eben. Deswegen kannst du einfach so fahren, wie du willst. Aber er fährt uns sonst her. Da, da fährt auch immer halb gegen die Bäume. So. Jetzt hat er auf einmal Sirene an, hä? Nee, die ist schon die ganze Zeit an. Der überholt.
Junge! Was macht er? Wir haben nichts gesehen, ich sag's dir. Junge, die können aber auch alle nicht fahren. Oder ist die Frage, können die überhaupt was? Nichts. Davon ziemlich viel. Das glaube ich auch mittlerweile. So, du. Bestätigen. Was haben die denn da jetzt? Sag mal was. Warte mal, bleib mal stehen. Warum? Komm, steig mal, fahr mal ran, steig mal mit aus. Was machen die denn da hinten? Wo? Liegen da. Das ist nicht ihr Ernst, oder? Achso, ne, es sieht nur so aus. Da nicht. Aber es ist. Hallo! Was macht ihr hier? Hallo. Ist das Testobjekt. Wir üben gerade, wie man in so einer Lage rettet. Ah, das haben wir uns schon gedacht. Ja, was ist denn hier los hier? Achso, ein Hinweis. Nächstes Mal die Rettungsgasse bilden. Welche Rettungsgasse? Wo denn? Wir wussten ja, wir haben noch nie mal die Sirenen gehört. Ja, das. Aber Blaulicht hatte ich an. Das haben wir auch nicht gesehen. Das sieht man leider in der Kurve sehr schlecht. Mhm. Im Spiegel. Okay, ja, dann viel Spaß bei der Übung. Jo. Tschö. Tschüss. Ja. Komische Kreuze. Juhu, da kommt noch einer. Oh nein. Versteck dich hinterm Baum. Der fährt auch wie. Als ob da fünf. Warte mal, jetzt mache ich noch kurz ein Foto. Das muss jetzt sein. Bisschen Schaulust kann nicht schaden. Definitiv nicht. Bisschen Gaffen und so. Ah, Gaffen ist es ja nicht. Gaffen nie, Leute. Nicht Gaffen. Dadurch passieren noch mehr Unfälle wie durch die eigentlichen Unfälle. Weil die Leute dann abgelenkt sind und gucken auf die andere Fahrbahn und dann kracht's. Dann sieht man nicht, wenn vorne noch einer gafft und dann der bremst. Gaffen geht gar nicht und Rettungsgasse bilden bitte immer. Linke Spur nach links, rechte Spur nach alle anderen nach rechts. Und zwar nicht erst dann, wenn der Verkehr steht. Dann ist zu spät. Wenn du nach vorne keine 10 cm mehr Luft hast, dann brauchst du keine Rettungsgasse mehr bilden, weil dann kommst du auch nicht mehr vom Fleck. Ja, das ist, machen die meisten. Meine Mutter bildet schon immer, wenn wir schon im stockenden Verkehr sind, fährt sie schon immer rechts schon so ein bisschen auf die Seite. Genau. Ja, je nachdem, wo wir raus sind. Oder einfach genügend Abstand zum Vordermann lassen. Und wenn es notwendig ist, dann noch eben die 2 Meter aufschließen und die Rettungsgasse bilden nach rechts. Aber besser ist natürlich gleich von vornherein weiter rechts bzw. links zu fahren. Ja, aber das bringt aber auch nichts, wenn die im Stau stehen und dann. Weißt du, versuchen eine Rettungsgasse zu bilden, aber. Weißt du, die Schnauze steht auf dem Standstreifen. Und das Heck. Ist noch genauso wie vorher. Klar. Das bringt nichts. Vor allem musst du dann aufpassen, weil es gibt genügend Idioten, die fahren dann über den Standstreifen und meinen, sie können tun und lassen, was sie wollen. Verboten. Standstreifen nicht befahren. Keine Belehrungsstunde.